auszuspielen. Ophir ist bei uns natürlich vor allem wegen seiner hohen Vorschätzung exterieur bereits als genomischer Jungfeuerer Jungbulle breit im Einsatz gewesen und wird sicherlich die nächsten Monate noch sehr viele Töchter in Betrieb bekommen. Die ersten abgekalkten Töchter von Ophir haben ein erstes Kalbealter von 25 Monaten und liegen damit an seinen populären Sohn, den Bullen Odess, auch bereits im Einsatz, der bei uns natürlich vor allem als Exterieurfeuerer von sich reden gemacht hat. Insgesamt wurden 49 männliche Nachkommen selektiert, von denen wir, wie gesagt, bisher 5 in den Einsatz gebracht haben. Ich denke, wenn dieser Bulle jetzt seine Nachkommenzuchtwerk erhält, wird er noch in anderen Zuchtgebieten sicherlich zum Einsatz kommen. Ophir kann mit seinen ersten Töchtern den frühen genomischen Zuchtwert, denke ich, sehr gut bestätigen. Sein Schwerpunkt liegt neben seinen hohen funktionalen Merkmalen, vor allem im Exterieur bei mittlerer Milchmenge. Er ist mal gestartet mit einem Euterzuchtwert von 130, als die genomische Selektion eingeführt wurde, und steht noch heute bei einer sehr anständigen, nahezu alle Eutermerkmale durchschlagen. Zu seinen funktionalen Merkmalen aktuell weist Ophir seine Stärken in Melkbarkeit, Eutergesundheit und Nutzungsdauer auf. Und wenn er mit seinen Töchtern dies auch gestellt gibt, hat er gute Chancen, noch weiter im Gesamtzuchtwert zu steigen. Die ersten 14 Töchter sind inzwischen auch einer Melkbarkeitsprüfung unterzogen und weisen ihn dort als überdurchschnittlichen Bullen aus. Mit einer Einsatzleistung von über 23 Litern und ganz hohen Eiweißprozenten erwarten wir, dass er auch seinen Zuchtwert und den Eiweißprozenten im Boden. Thomas Zimmerer Lesensmühle, der Betrieb Edwin Schelke in Wiederkingen mit 2 Kühen, der Betrieb Reinhold Mark in Winkel mit einer Kuh, der Betrieb Simon Dangelmeier aus Zinsweiler mit einer Kuh, die Gerhard und Irmgard Meier GbR aus Kirchberg mit einer Kuh, Georg Henner aus Waldorf mit einer Kuh und die Kuhbach GbR aus Langenwettach mit ebenfalls einer Kuh. Und ich denke, es ist schon auch ein kleines Grundstück, spricht für die Qualität eines Bullen, wenn man bei 30 Kühen zur Auswahl 8 Kühe hier im Ring zeigen kann. Ja, und ich darf jetzt nun an dieser Stelle natürlich den Züchter des Bullen 4 Minuten zu uns kommen. Herr Daudinger, kommen Sie mal zu uns, wir haben noch ein kleines Geschenk für Sie. Ja, vielen Dank, Herr Kaufmann, dass Sie uns diesen Bullen überlassen haben. Und ich denke, dieser züchterische Erfolg ist sicherlich auch ein Applaus Ihrerseits wert. Dankeschön.